Nach dem brutalen Angriff auf Fans des FC Schalke 04 hat die Polizei eine Razzia in mehreren nordrhein-westfälischen Städten gestartet. Dabei wurden unter anderem Objekte in Dortmund und Essen durchsucht, sowie das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen. Im Februar hatten mehr als 100 Dortmunder und Essener Hooligans eine Schalker Fangruppe attackiert. Dabei waren 4 Menschen schwer verletzt worden. Für das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Wochenende befürchtet die Polizei eine Racheaktion der Schalker Ultras.